Guten Morgen. Heute wieder eine Runde Minecraft. Was wollen wir machen? Hier seht ihr meinen kleinen Berti, den kleinen Herrn Butterfinger. Schauen wir mal. Das letzte Mal haben wir ja die Hütte fertiggestellt. Ist auch, wie ich finde, gar nicht so schlecht geworden für so ein kleines Hütchen. Wir werden noch ein zweites Hütchen bauen. Denn früher oder später holen wir uns neue Siedler, die dieses Dörfchen dann beleben. Das heißt aber, wir brauchen erstmal Holz. Und wir gehen mal gucken, was denn unser Weizen macht. Ah, da sehe ich schon. Der ist zum Teil schon fertig. Habe ich das Ei weggeschmissen? Die Stödel. Und kriegen wieder neuen Weizensamen raus. Das heißt, wir könnten theoretisch unser Feld noch größer machen. Später dann will ich das Feld da drüben hinzimmern. Hier so. Dann eine Stadtmauer ziehen, innen drin ausleuchten. So dass dann nachts auch keine Monster mehr spawnen können. Und ja, ich denke mal, das wird die Hacke. Siehst du, Tür geht automatisch zu. Haben wir auch das letzte Mal gemacht. Das brauchst du gar nicht mehr. Brauchst gar nicht mehr schließen hinter mir. Hier haben wir auch noch einen. Okay. So, 1, 2, 3, 3. Das war's. Also, haben wir noch Axt? Axt haben wir noch. Da gehen wir gleich mal ernten. Und es wurde sich gewünscht, dass ich ein bisschen Musik einspiele. Werde ich auch machen. Ich hoffe mal, man hört es jetzt. Jetzt. Seid ihr dabei? Jawohl, Aufnahme läuft. Könnte sein, dass das die letzte Folge von meiner Reha wird. Und dementsprechend werde ich vielleicht gleich zwei Teile machen. So, kam auch noch ein Hinweis. Ich soll es nicht so lang machen. Okay. Machen wir. Ich kann ja auch so stumpfe Arbeiten wie Erde abbauen, wieder drauf klatschen und so. Das kann ich ja auch ohne euch machen. Sag ich euch, was ich vorhab. Macht das einfach und zeige euch dann das Ergebnis. Das ist ja dann auch langweilig, wenn du da nur zuguckst, wie da ein Erdblock nach dem anderen abbaut. Das muss nicht sein. Ne? Hier haben wir einen großen Baum. Machen wir uns kurz hoch. Und weg damit. Ja, hier ist noch ein Stämmchen. Unten verbirgt sich noch eins. Noch einmal, sehe es. Ist immer so dicht. Mal gucken wir mal, ob wir noch.
einen Ast vergessen haben. Weil ihr wisst, sonst die spawnt der ganze Boden. Also da bleibt. Da bleibt das. Da. Und da auch noch. Und jetzt. Genug. Nee. Sehe nicht mehr. Hier könnte noch was sein. Hier ist noch so dick. So dicht. Blickdicht. Aber, nö, scheint zu diesbar. Jupp. Kann man leider mal Bäume nachpflanzen dann. Nochmal Setzlinge ausbringen. Oh, hier haben wir noch einen großen. Auch schön. Ah, wir hatten noch einen. Alles schick. Hier bei dir? Nee, nee, alles schick. Hier ist noch einer. Hm. So, hier hoch muss ich. Ist bloß nicht genau. Wahrscheinlich war es hier, ja. Hier war es. Ja, die großen sind immer ein bisschen. Ich nicht so gerne ab, weil sich eben die Äste überall verbergen in dem Laub und dann die Blätter nicht diesbaren. Ist das ein bisschen nicht so angenehm. Aber das kriegen wir schon hin. So, nochmal nachgucken. Da hängt bestimmt noch irgendwo ein Ast. Da sehe ich was. So. Da ist noch einer. Hab gerade schon gefrühstückt. Bienenhonig, Brötchen und Kaffee. Apropos Kaffee. Käffchen. Ein schön heißen Kaffee. Hier noch was? Was schneier? Liegt alles voller Holz. Sag mal. Nun sag einmal. Wie viel ist denn das noch? Ich finde keinen Ast mehr. Müsste eigentlich dies kommen. Ich tue das aber nicht. Jetzt wird es auch noch dumm. Naja, nützt nicht. Dann müssen wir runter vom Baum. Innen noch so. Alles einsammeln. Ich darf nicht singen, weil ich will ja das nachvertönen. Ich will ja ein paar Titel drauf machen. So. Oben noch ein Apfel. Jupp. Und jetzt zurück. Schnell. Moin Ross. Jetzt dachte ich schon, das ist ein Creeper. Nee, das war ein. Wo habe ich denn das letzte Mal das Bett hingemacht? Hier. Verwirrung. Gute Nacht. Guten Morgen. Und wieder beginnt ein glorreicher Morgen. Jedes Essen ein Bankett, jedes Gehalt ein Vermögen. Also da hinten scheint immer noch Holz drin zu hängen.
so dass die Blätter nicht despawnen können. Das ist nicht schön. Hier noch ein bisschen einsammeln. Könnten wir schon mal. Oh, 23 Säpplinge, das ist viel. 1, 2, 3, 4, ist auch noch was. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 12. Hey Biene! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 Bäume gepflanzt. Also hier stimmt was nicht. Hier müssen wir nochmal hoch. Ah, ich sehe es schon, da unten drunter. Und ab. Jetzt sollte das passen. Naja, da haben wir da etliche Hölzchen schon rausgekriegt, einen ganzen Stack. Und 10 Stück. Dann würde ich es mal so machen. Ich baue einfach noch mal eine Hütte. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Hütchen fertig ist. Bis dann. So, da bin ich wieder. Der kleine Berdi. Und das Haus ist fertig. Tada, ich habe es jetzt mal um eins höher gemacht, damit die sich doch ein bisschen unterscheiden. Denn so vom Grundprinzip sind sie ja immer gleich. Na, genau, wieder so mit den Fensterläden. Was wir jetzt noch brauchen, ist Wolle. Dazu habe ich mir schon mal die Schere geholt und werde mir jetzt dieses Schaf scheren. Zweimal Hammer, da hinten sind noch welche. So, komm her. Na wunderbar. Ach halt, wir brauchen ja zwei Betten. Brauchen ja zwei Villager, zwei Dorfbewohner. Wie viel haben wir? 6, das reicht. Reicht für zwei Betten. Die werden wir auch gleich mal einfärben. Und zwar nehmen wir dazu mal gelbe Farbe mit. Da wird nämlich ein gelbes Bett. Also mit gelben Bettlagen. Oh, Hühner, Eier, schön. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ach, ich darf ja nicht singen. Kann man hier reingehen? Ich habe hier schon mal ein Crafting Table gesetzt, also eine Werkbank. Aber ich habe kein Holz. Das habe ich kurz alles weggepackt vom Hausbau. Dann nehmen wir uns schnell nochmal Holz. Dann nehmen wir das. So. Und wer weiß noch, wie es geht. Unten Holz und oben drüber Wolle. Zack. Und jetzt können wir halt die Farbe machen aus den Blumen und können hier ein gelbes Bett herstellen und auch das. So. Jetzt vielleicht ein bisschen Deko. Das heißt, ich brauche nochmal das. Ich brauche nochmal das. Das habe ich. Ja, gut. Dann machen wir uns noch eine Kiste. Eine reicht. Das ist auch so ein bisschen Deko, damit die Villager ein bisschen wohnlich und heimelig haben. Ecke. Einmal hier, einmal da und dann brauchen wir noch
Zaun. Das sieht dann wie folgt aus. Zack. Und die Falltür, die Hochplatte oben drauf. Dann sieht das aus wie ein Tisch mit zwei Stühlen. Zwei Sesseln. Oh. Das ist okay. Bitteschön. Jetzt würde ich sagen, beenden wir das. Mal alles wieder reinschmeißen. Die Schere wieder weg, das Ei weg. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Da werden wir dann eine Reise tun und werden mal schauen, wo wir die Villager herkriegen. Wird mit einem Bötchen den Ozean abfahren. Und da finden wir bestimmt irgendwo ein Dorf, wo wir zwei Villager herkriegen. Also, bis dahin. Tschüss.